Moin zusammen, hier ist Leonri, wir sind zurück in unserer SER und wir schauen hier noch einmal gemeinsam auf diesen, ja, ich möchte es mal guten Staunen, den wir hier sehen vor unserer Bruchsteinverarbeitungsanlage. Ja, wir haben ja zuletzt große Schritte gemacht, dadurch, dass wir jetzt auch Bruchstein von der Grenze holen und perspektivisch alles vorbereitet haben, Bruchstein auch per Zug von unseren Steinbrüchen, die sich ja sehr, sehr weit weg befinden, hier zu unserer Anlage zu bringen. Und ich denke und habe die Hoffnung, ich weiß, ich habe es schon etwas öfter gesagt, aber dass das Thema Kies damit so ein bisschen vom Tisch ist, genauer gesagt, unsere Problematik rund um den Kies. Denn schaut mal hier ins Lager rein, das ist jetzt ja bald zu guten Drittel gefüllt. Ja, und gleich haben wir hier die 31 Prozent. Das ist, glaube ich, eine feine Sache. Es kann sich hier gut bedient werden. Auch hier das Lager läuft weiter voll. Also ich glaube, das sieht sehr gut aus. Was haben wir dann vor in dieser Folge? Ich würde ganz gerne mit euch eine, ja, in gewisser Weise eine Inventur unserer Verteil- und Einfuhrbüros machen. Denn da ist ja so einiges passiert. In der Vergangenheit, vieles ist da gewachsen, vieles hat sich jetzt auch ein Stück weit durch den Zugverkehr auch noch geändert. Und ich denke, deswegen ist es an der Zeit und sinnvoll, zumindest wenn die Nacht vorbei ist, dass wir hier nochmal einen Blick drauf werfen, da auf die Art und Weise nochmal einen Überblick bekommen und vielleicht bestimmte Sachen auch nochmal optimieren und anpassen. Also ein Beispiel haben wir gleich hier vorne, unser Verteilbüro Eisenbahnbau. Und vielleicht können wir damit einfach nochmal anfangen. Die versorgen eben nicht nur hier unser Eisenbahnbauamt, sondern die versorgen auch hier hinten den Helilandeplatz und die versorgen vor allem auch hier dieses Freilager hier hinten. Das finde ich irgendwie nicht so optimal. Das ist dieses hier, ja, was hier sich in der Nähe von Eisenow befindet. Also da hätte ich gerne sozusagen ein eigenes Verteilbüro. Nicht, dass hier der Eisenbahnbau noch hier hinten hinfahren muss. Und auch für die Hubschrauber hätte ich ganz gerne ein eigenes, so dass wir das so ein bisschen sauber getrennt haben. Und vielleicht können wir damit mal anfangen. Ich hatte hier temporär noch ein kleines anderes gebaut, Ende letzter Staffel. Ihr erinnert euch vielleicht, das habe ich jetzt schon mal weggenommen, weil ich denke, wenn wir die hier entlasten, dann kriegen die das auch hin. Ihr seht nur, dass jetzt schon wieder alle unterwegs sind, wahrscheinlich weil sie hier bestimmte Sachen auffüllen müssen. Und damit kann es natürlich sein, dass dann hier Stahl und Platten und so weiter, jetzt wird hier gerade glücklicherweise Kies gelagert, oder geladen, das abgeladen, genauer gesagt, das passt dann schon. Ihr wartet jetzt einen Zug zu lange, aber das liegt einfach daran, dass wir mittlerweile ein paar mehr haben, die zur Grenze fahren. Also dann werden die sich auf jeden Fall auch hier drauf konzentrieren können. Und dann kommen die damit zurecht. Das heißt, dass wir hier noch zwei weitere Vertriebsbüros brauchen. Da reichen dann aber auch zwei kleine. Spiegeln wir mal. Stellen es hier mit daneben. Strom ist auch da. So, hier machen wir aber so eine kleine Kiesstraße hier vorne. Es reicht völlig aus. Und das zweite, vielleicht noch hier hin. Wo waren wir jetzt hier? Genau. Doch hier machen wir einen kleinen Übergang mit der Kiesstraße. So, dann können die schon mal in Bau gebracht werden hier. Hier und hier. Unsere Helis können vielleicht schon mal hier ein bisschen was anliefern, dann geht das schneller. Und hier wird auch noch mal mitgeholfen. So, dann werden wir nämlich das schon mal umbenennen. Das wird dann nämlich das Verteilbüro Hubschrauberbau. Das schreiben wir dann auch draußen mit dran.
Und das wird dann insgesamt Verteilbüro Bauindustrie. Das heißt, die werden dann die Aufgabe haben, immer, ja, wenn wir eben woanders andere Büros und so weiter haben, die entsprechend zu versorgen. Okay, darum können wir uns dann kümmern, wenn das Ganze fertig ist. Vielleicht können wir hier schon mal, boah, das hier nochmal eine kleine Vorfahrtsregelung, wobei das sieht hier alles schon gut aus. Das ist alles schon getroffen. Perfekt. Okay, dann kümmern wir uns darum. Das heißt, das werden wir dann aber auch erst umwidmen, wenn die hier fertig sind. Und was ich dann auch überlegt hatte, vielleicht nimmt man einen Kipper raus und ersetzt das dann nochmal durch einen Pritschenwagen, denn da haben die ja deutlich mehr zu tun. Die pritschen jetzt als die Kipper. So, hier sehen wir jetzt einen schönen Stau. Die warten alle drauf, dass neuer Bruchstein ankommt. Trotzdem sieht das hier weiterhin gut aus. Okay, dann fangen wir mal an mit unseren. Oh, ich sehe hier das Holz. Wir haben hier noch viel Holz. Allerdings, auch hier in unserem Heizwerk und so. Aber hier ist ja auch noch relativ viel. Unser Schiff ist hier fast an die Landesgrenze gebumst. Allerdings können wir hier nochmal etwas aufforsten. Wir haben hier wieder schnell wachsende Kiefern. Wo sind sie hier? Damit hier dann auch weiter gearbeitet werden kann. Dichter Wald kann hier entstehen. Okay, ist sehr gut. Dann fangen wir mal hier vorne an, an der Grenze. Und hier haben wir ein Büro, die tatsächlich auch Kies und Platten noch an dem Zollhaus holen und das zu unserem Eisenbahnbauamt bringen. Das ist nett, dass sie das tun, aber ich glaube, das wollen wir ja perspektivisch nicht. Wenn wir das dahin umwidmen, dann brauchen wir das, glaube ich, nicht mehr. Das heißt, wir werden alle Fahrzeuge woanders hinbringen und die werden wir hier in diesem Reservebüro mal behalten. Die Frage, kann man das schon abreißen? Was passiert dann mit dem Fahrzeug? Ein Fahrzeug wird hier nämlich noch angezeigt. Können wir es jetzt abreißen? Ne, kann nicht abgerissen werden, weil hier noch ein Fahrzeug unterwegs ist. Okay, dann müssen wir hier noch einen Moment warten. So, was haben wir dann hier? Einfuhrbüro Pflanzen, was ohne Stromversorgung ist. Die holen immer noch Pflanzen, wenn das hier unter 50% sinkt, hier vorne. Also wir haben mehr als genug Pflanzen. Natürlich auch relativ weit weg, ehrlicherweise. Wer beliefert die denn noch? Können wir das nicht unterstützen? VB Pflanzen, Stoffindustrie. Das seid ihr. Die sind auch mehr als gut unterwegs. Ja, theoretisch brauchen wir da ein bisschen mehr Power. Wir haben doch hier noch eine neue Reserve. Und die können doch hier ranfahren. Wir nehmen uns das hier mal. Nehmen uns hier dieses quasi neue Reservebüro. Das wird dann VB Pflanzen, Stoffindustrie 2.
Zweisprache. Und dann bekommt ihr neue Aufgaben. Ihr beladet euch dann hier mit Pflanzen. Ja, sagen wir mal über 20%. Das können wir auch hier einstellen. Und dann springen wir hier hin. Und hier werdet ihr dann entladen. Ihr entlädt auch hier natürlich Pflanzen. Wenn das zu unter 80% gefüllt ist. Und damit dürften die hier schon ganz begierig nach Arbeit losfahren. Damit ist das hier 1. Ja, die fahren alle los. Ich denke, damit haben wir das ganz gut unterstützt. Das müssen wir dann mal beobachten. Ich mache mal kurz mein Fenster hier zu. Da wird gewerkelt nebenan. Das ist dann doch ein bisschen laut. Kleine Sekunde mal eben. So, weiter geht's. Und ich denke, wir schauen mal, ob das ausreicht. Denn ich sag mal jetzt hier, für Pflanzen so eine Noteinfuhr, ne, das brauchen wir eigentlich wirklich nicht mehr. Oh, schaut mal, da kommt jetzt gerade unser Zug hier an. Jetzt bin ich mal gespannt, was der als nächstes vorhat. Jetzt will der Alkohol zur Grenze bringen. Okay. Na gut. Soll er machen? Ich bin so ein bisschen verwundert, dass er bisher noch offensichtlich nicht den Bedarf verspürt hat, hier das zu beladen. Ja, aber es sieht wohl auch noch ganz gut aus. Okay, also haben wir jetzt, was dieses, was die Einfuhr von oder die Verteilung von Pflanzen angeht, das haben wir so ein bisschen optimiert. Jetzt können wir auch dieses Gebäude hier wegnehmen und auch diesen Straßenfitzel hier. So. Okay, damit können wir, glaube ich, die bleiben jetzt auch erstmal wieder stehen. Alle Fahrzeuge auch hier woanders hinbringen. Was nicht passt, weil hier nur noch zwei Plätze frei sind. Schicken wir dich dahin. Und dich schicken wir hier hin. Also diese Reserve-Vertriebsbüros nutze ich jetzt gerade so ein bisschen als. Wobei, einen schicken wir einfach mal hier in dieses Gebäude. So, und dann, glaube ich, können wir die Pflanzen, das war ohnehin ohne Stromversorgung, das können wir dann mal wegnehmen. Das werden wir abreißen und auch hier dann diesen Fitzelstraße. Wenn ihr den sieht durch die Staubwolken. Nee, vorsichtig, nicht mit. Na, geh mal weg. Hier nicht die Hauptstraße mit abreißen, genau. So, dann haben wir hier unser Noteinfuhrbüro für Nahrung, Fleisch und Chemikalien. Also, ihr sollt ja entsprechend, was ich gesagt habe, einführen. Und zwar, wenn hier das unter 10% ist, wenn Fleisch unter 20% ist und wenn hier die Straßenladungsstation unter 20% ist. Das ist, glaube ich, ganz gut. Aber vielleicht nehmen wir hier mal. Ne, wir haben hier so einen großen, cooler Truck. Der ist für die Chemikalien. Du kannst auch Chemikalien transportieren. Ja, ich würde mal ja hier gerne diese alten Dinger ersetzen. Wobei, der kann auch 3,8 Tonnen Chemikalien transportieren. Aber wir haben hier ja nun gerade. Ja, jetzt kann man es gerade wieder so schlecht sehen. 4,8. 8 Tonnen Nahrung. Ja, komm, wir ersetzen hier mal die alten Dinger. In dem Zuge. Wir haben hier ein Kühllaster, das ist auch okay. Also drei alte abgedeckte, die werden wir mal verkaufen.
Aber diese Noteinfuhr, die würde ich ganz gerne beibehalten. Du fährst hier hin. Und du fährst hier hin. Aber waren das nicht drei? Gut, dann können wir noch einkaufen. Einen geschlossenen LKW. Schauen wir mal nach der Kapazität. Ja, da ist der einfach der Beste. Okay, die werden auch auf jeden Fall hier bestehen bleiben. Dann haben wir hier unser Ausfuhrbüro Kleidung. Das uns lange Jahre treue Dienste geleistet hat und sie unser Leben gesichert hat. Das funktioniert irgendwie auch weiterhin gut. Da sehe ich jetzt irgendwie keinen Grund, das großartig zu verändern. Das Einzige, was wir machen könnten, ist, dass wir hier mal die LKWs modernisieren auch. Wir kaufen auch hier mal einen neuen. Wer hat er hier? Der hatte nur 5 Tonnen. Den verkaufen wir mal und kaufen dann hier nochmal 6,5, 8 Tonnen. Der ist halt einfach besser. Kaufen hier den nächsten. Jetzt müsste er hier schon kommen, ne? Ja, und damit können wir eigentlich den auch verkaufen. Das Büro hat sich jetzt die wird sich das gemerkt haben, weil der jetzt hier angekommen ist. Kaufen wir noch diese alte Kiste hier. Und dann haben wir jetzt hier zwei moderne. Das müsste funktionieren. So, jetzt haben wir hier das Noteinfuhrbüro Treibstoff und Bitumen. Hier mit so einer kleinen Zisterne. Hier bin ich wirklich zuversichtlich, Leute, dass wir das eigentlich nicht mehr brauchen. Und selbst wenn, ehrlicherweise bei unserem aktuellen Bedarf, käme dir hier überhaupt nicht hinterher. Haben wir hier auch Zisternen für das Einfuhrbüro Bauindustrie? Wofür haben wir hier eine Zisterne? Ah, der belädt mit. Die verteilen hier auch den Treibstoff. Dann machen wir mal Folgendes. Wir widmen den hier noch um. Und dann machen wir hier eine neue Reserve draus. Denn ich glaube, dass wir es erstens nicht mehr brauchen, oder sagen wir mal anders. Ich hoffe, dass wir es erstens nicht mehr brauchen. Und zweitens wird das, ja, wie gesagt, ohnehin schwierig mit dieser einen kleinen Zisterne da irgendwie etwas zu machen. Dann haben wir hier jetzt noch einen Kipper in Reserve. Und ich würde sagen, der Kipper braucht hier auch nicht rumstehen. Den können wir dann hier auch bei dem Einfuhrbüro Bauindustrie noch mit hinpacken. Allerdings müssen wir da mal checken, ob das überhaupt sinnvoll ist. Was führt ihr denn ein? Irgendetwas, wofür man einen Kipper brauchen kann? Ehrlicherweise nicht, ne? Nee, ihr kauft Stahl, also ihr braucht eher Pritschen. Stahl, elektronische Komponenten, mechanische Komponenten und Zement. Also der Kipper war hier Quatsch. Aber den können wir mal in eins unserer Baubüros packen. Da ist er definitiv, da hat er einen guten Platz. Und hier ist dann eher die Frage, ob man da noch eine Pritsche brauchen kann. Da hatten wir doch hier welche platziert. Dann nehmen wir uns mal hier einen mit.
und werden den noch hierher bringen. Ich glaube, das bringt insgesamt ein bisschen mehr. Und dann wäre es ja eigentlich sinnvoll, perspektivisch die Treibstoffversorgung hier der Baubüros auch nicht von hier aus zu starten, sondern ja, tatsächlich auch da, wo es produziert wird. Ich glaube, auch das ist eine Sache, die wir nochmal machen. Wir bauen auch hier nochmal ein kleines Vertriebsbüro in der Hoffnung, dass es passt. Ja, es passt. Auch das spiegeln wir nochmal. Und das wird dann. Die heißen VW-Treibstoff, ne? Ja. Das wird dann. Oh, es beginnt schon wieder zu schneien. VW-Treibstoff. Bauindustrie. Hier eine kleine Zuweisung. Die Helis können hier schon mal anfangen. Ja, dann werden wir da aber warten müssen, bis das auch gebaut ist. Hier ist die Straße schon fertig, dann können wir hier noch mal ein bisschen was an der Zuteilung machen. Sehr schön, haben wir da doch schon mal gut aufgeräumt. Hier ist jetzt noch einer frei. Die Zisternen kommen da sogar auch demnächst weg. Brauchen wir noch ein Zement? Vielleicht, ne? Der scheint irgendwie unterwegs zu sein. Oder ist das der, der da? Ja. Er fährt, kämpft sich hier gerade. Achso, da ist er. Ich dachte gerade, das ist doch kein Zementwagen. Oder wartet wieder ein Bauzug zu lang? Das müssen wir uns gleich mal anschauen. Ja, das ist, denke ich, aber was Sinnvolles, dass wir hier nochmal nach einem Trockenmasse, heißt das, Gesamtkapazität 15 Tonnen. Schaut mal, da gibt es auch so neue, modernere. Hier so in Blau. Kaufen wir noch so einen. Okay, dann kehren wir gleich zurück. Schauen nochmal kurz nach dem Zug, der jetzt wieder hier steht. Ja, das ist noch so eine Ecke. Ach nee, hier steht er jetzt. Wegen seines Kollegen hier. Ja, okay, hier könnte man aber schon mal was mit Signalen machen. So rum. Dann müsste der weiterfahren können. Ja, dann steht er jetzt hier. Was aber ja okay ist. Dann das Ganze so. Und jetzt ist dieser Block hier noch lila, was ja irgendwie mal Zeichen dafür ist, dass irgendwas nicht stimmt. Ja, ich sehe auch was. Nee, also ich sehe was, aber das ist es nicht. Der bleibt lila. Fährt denn dann jetzt ganz hin zum Wenden? Oder ist er schon zurück? Bin mir nicht ganz sicher. Ist denn hier jetzt schon fertig? Ja, geht auch bis hier schon. Sehr schön. Wenn wir schon mal hier sind, können wir ja schon noch mal gucken, ob wir dem Eisenbahnbauamt hier noch was zuordnen können.
Dies hier zum Beispiel. Oder auch dieses Teilstück geht schon. Das hier geht. Das geht noch nicht. Das geht. Das hier geht, wobei das noch nicht so wichtig ist. Hier sind sie dran. Ja, sie kämpfen sich hier weiter vor. Sehr schön. Und eine Sache, die ich gerade sehe, die fertig sein müsste, wenn ich das richtig sehe. Auch hier. Oh, schaut mal, wenn wir hier dran sind, dass wir hier für Heizung sorgen können, dann glaube ich, sind wir so weit, dass wir das hier in Betrieb bringen können. Wir schauen noch mal zwischenzeitlich, was wir hier noch zuweisen können an Baumaßnahmen, aber das sieht mir gar nicht mehr so viel aus. Das ist ja der Wahnsinn. Das heißt, es geht schon hier weiter eigentlich. Dass sich hier schon hochgekämpft wird. Na? Ach, das war jetzt die falsche. Hier, das ist der richtige Modus, genau. Leute, dann wird so langsam angefangen, hier am Stahlwerk zu bauen. Wer hätte denn das gedacht? Hier fehlen auch noch ein paar Gleise. Haben wir hier noch einen Bauzug, dass wir da was zuordnen können? Ja. Oh, Kies ist aber gerade hier ein bisschen Mangelware. Müssen wir gleich nochmal gucken, woran das liegt. Die das nur nicht zugeordnet kriegen. Steht denn hier ein Kran? Was macht der denn da? Okay. Ah, hier, das ist schon mit bei. Den wollte ich jetzt mal noch mit hinzufügen. Und ansonsten ist das hier schon alles mit dran. Hier oben auch. Sehr schön. Und jetzt wird's Nacht. Was macht dieser Kran hier? Wo ist er jetzt hin? Finde ich ihn nicht wieder in der Dunkelheit hier. Arbeitet für Kräne. Hä? Da ist doch auch nichts im Untergrund. Jetzt haben wir ihn irgendwie auf dem Fahrzeug geladen. Okay. So, wo ich aber drauf hinaus wollte, ich hatte hier ja nochmal eine Kreuzweiche gemacht und die ist jetzt auch fertig gebaut. Das heißt, wir können eigentlich hinter dieser Kreuzweiche in dieser Richtung jetzt auf die Rechtsgleisigkeit gehen. Unsere Baufahrzeuge können hier richtig rausfahren, können hier dann auswählen, welches Gleis sie nehmen, um dort nach hinten zu fahren. Aber hier hinter können wir jetzt korrekte Rechtsgleisigkeit herstellen. Ah, und hier kommt jetzt unser Zug. Er holt jetzt Essen, 103 Tonnen, und bringt das in die Zentrallager Bürgerwaren. Sehr schön. Also Alkohol hat er verkauft. Jetzt hat er sich entsprechende Größe an Kartons, genau, an Waggons genommen, 3 Stück. Fährt hier hoch und bringt jetzt Nahrung dann in das Zentrallager. Sehr, sehr schön. Gut, damit bin ich doch sehr zufrieden. Wir schauen noch einmal hier auf unsere... Aha, das ist jetzt fertig. Verteilbüro Bauindustrie. Und auch das für den Hubschrauberbau wird schnell gehen. Hier standen auch 2 Kräne rum, wenn ich es richtig gesehen habe. Das heißt, das können wir umwidmen. Hier wird Kies angeliefert. Ja, wunderbar. Das ist sehr, sehr gut. Dann können wir die nämlich richtig einrichten und damit können wir das hier auch entlasten und damit haben wir dann auch eine wirklich gesicherte Versorgung hier von unserem Eisenbahnbau.
Baubüro. Sehr gut, also dann werden wir hier mit der Inventur unserer Verteilungsbüros dann aber in der nächsten Folge weitermachen. Ich freue mich drauf. Ja, etwas kleinteilig, aber ich finde, das gehört auch irgendwie dazu. Und ich muss sagen, irgendwie macht es Spaß, weil man damit... Viele Sachen wachsen ja so organisch und das ist ja auch genau richtig so. Aber irgendwie macht es Spaß, weil dann zu sehen, ja, was man schon für Fortschritte auch erreicht hat. Wenn ihr jetzt dran denkt, was wir hier jetzt alles schon wegnehmen konnten, was wir hier Neues auch mit dazu nehmen konnten. Was haben wir hier? Noch ein technisches Büro, okay. Dann zeigt das ja durchaus auch den Fortschritt. Sehr schön. Gut, wir sehen uns dann in der nächsten Folge. Also bis dahin, macht es gut, euer Henri.